Ja, hallihallo und wieder willkommen zurück hier bei Mass Effect 3 mit Mittelpunkt und dem Kampfsimulator, wie wir ihn aus Pioneer Station kennen. Starten wir ihn einfach mal. Also wenn Videospiele wirklich so wären, ne? Ich wäre dauerhaft nur noch in VR, in der virtuellen Realität. Achso, das ist gar keine richtige VR, das ist ein Raum. Einfach nur virtuelle Feinde einspeisen. Ja, das ist ja ein bisschen langweiliger. Machen wir mal die Muni rein. Falsche Muni. Die 8 wollten wir. Ah. Das ist ja wirklich. Zielscheiben schießen hier. Lad schon auf. Lad auf. Eins. Zwei. Bonus? Ne, den Bonus holen wir uns mal. Das könnte noch relativ interessant werden. Vielleicht werde ich das auch offline ein bisschen spielen, weil die Punkte kriegen. Das ist aber stärkere Feinde. Wo sind die Feinde? Oben ist er. Ich hoffe nicht, dass sie Granaten werfen können. Oh Gott. Ich brauche Deckung. Verdammt. Werden wir versuchen. Ja. Wegen dieser verdammten Granate da. Aber das fühlt sich nicht an wie ein echter Kampf. Definitiv nicht wie ein echter Kampf. Eins, zwei. Schauen. Yeah! 8er Kill Street Bonus! Yeah, fuck yeah! So, jetzt bewegen wir uns mal am besten ein bisschen weiter weg. Was? An dem Schild ist oder irgendwas da oben? Jetzt verlieren wir unsere Killserie leider. Schade, schade, schade. Sie haben Granaten. Sie haben doch noch auch Granaten. Und richtige Granaten, die uns One hätten. Nicht schön, nicht schön. No, 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 no. Einfach nicht schön. Killserie und der letzten. Na, immer noch mal fast Bronze. Wir können Bonuspunkte noch hinten holen. Nein, er darf nicht verschwinden, der Bonuspunkt. Fuck! Was ist jetzt schon zu Ende? Das ist ja easy. Ah, es ist kein Feind. Sieben! Du kannst wunderbar zählen. Und neun. Und, komm schon. Große Entdeckung raus. Ich will 10er haben. Ich will eine 10er haben. Scheiße. Schafft's nicht mehr. Fuck. Ich will eine 10er Killstreak haben. Was hast du denn her? Nur 2600 Punkte. Das reicht nicht mal annähernd, um in die Goldmarke zu kommen. Piu, 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 piu. 200 Zielerwung, 200 Füße Killserie 9. 0% Modifikation. 6620 Basispunkte, 29. Schade, nur Silber. Dieser Produkthinweis wird Ihnen präsentiert vom Allianz News Netzwerk. Ja, was soll da oben sein? Ihre Nachrichten. Versuche ich mal Handicap, ob ein Handicap sozusagen ist, wenn man alleine spielt. Amax Arena Preis. Oh, 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 Silber Token Shop. Nö, wir wollen gleich noch eine Runde spielen. Wir machen das jetzt aber. Gucken wir mal auf die Map. Fußsoldaten können wir nur machen, ja. Mal gegen geht. Das geht voll gegen die geht. Kein Bonus. Und spielen ohne Team. Handicap halt. Speichern. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob wir eine neue E-Mail gekriegt haben. Aber wir versuchen es jetzt mal so.
So, wieder mit der gleichen Waffenkonstruktion. Vielleicht klappt es jetzt ein bisschen besser. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal 20% auf unsere Punkte drauf, obwohl das auch nicht zu 5000, 6000 Punkte führen wird. Bereit zum Moschen. Ich sollte den Mod reinholen. So. Ja, geht, sind schon ein bisschen härter. Nochmal starten. Wir haben einen ganz blöden Start hingelegt. Wir bleiben einfach mal hier oben und warten. Gucken, von wo jetzt die Feinde kommen. Ja, mal rein haben. Ach, von da kommen sie. Runde 1 beginnt. Wir wissen aber wirklich, wie man geht darstellt. Vielleicht sollte ich doch wieder mit Gruppe reingehen. Aber wir gucken erstmal, ob wir es ohne Gruppe schaffen. Hey, ich treffe ihn doch da. Fuck, ich habe ganz vergessen, dass es dann bei den GT-Jäger gibt, die einfach mal so hinter die Verteidigungslinien laufen. Aber. Kacke! GT sind doch jetzt aber freundlich, warum schießt ihr auf unsere Verbündeten? Das kann ich nicht tolerieren. So, dann müssen wir erstmal den Bonus holen. Das Bonus! Komm schon, schneller, schneller, schneller. Bonuspunkte! Raketenschützen auch noch. Ah, komm schon. Raketenschütze. Wo ist denn hier noch einer? Huch. Es müssen noch mindestens zwei sein, weil sonst wäre mir der letzte jetzt schon angezeigt worden. Oder was ist der letzte? Jetzt kommen sie von da. Okay, ich werde hier ziemlich offen stehen gerade. Letzte Runde schon. Aber hier sind wir immer einigermaßen geschützt gegen Raketen. Autsch. Granate. Oh nein, wir haben hier einen blöden Geht-Drohnen-Bomber. Deckung, Shepard, mir gibt die verdammte Bombe in Deckung. Maximale Kill-Serie. Und den letzten Part. 2665 Punkte. Kein Modifikator-Bonus. Das heißt also, egal ob wir mit Team oder ohne Team kämpfen. 5100. Fuck! Nein! Und zwar die ganze 95 Punkte! Ah, ärgerlich. Produkthinweis wird Ihnen präsentiert vom Allianz-News-Netzwerk. Ihre Galaxie, Ihre Nachrichten. Mist. Verdammt. Das ist natürlich ärgerlich. So wenig Punkte nur fehlen. Dann gucken wir mal, was wir im Shop haben und dann machen wir mit der normalen Mission weiter. Vielleicht mache ich da noch ein paar mehr Videos von, aber... Was gibt's denn hier nochmal? Nullpreise. Ja. Prime Evil. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal so ein paar Sachen auf Bronze schaffen, nur machen. Wir dürfen also nicht so hoch spielen. Ansonsten kriegen wir die ganzen die Bronzebonis nicht. Spielerschilde verringert. Feindliche Schilde verstärkt. Feindlicher Schaden erhöht. Keine Munitionskisten. Das sollte ein guter Modifikator sein. Reaper Kampfset. Ermöglicht Ihnen die Auswahl von Reaper-Feinden für Ihre Kämpfe. Elite-Ausforderung. Ermöglicht Ihnen die Auswahl gefährlichere Feinde für Ihren Kampf. Ja, holen wir erstmal... Okay. Aber wir können sie in Bronze umtauschen, dann würden wir 3 Bronze kriegen. Also müssen wir es gar nicht mal so machen. Wir wollen die... keine Munitionskisten für ein paar Boni. Und... wollen wir gegen Reaper kämpfen? Ja komm, wir holen uns mal das Reaper-Set. Was gibt's denn hier Schönes?
Kollektoren-Kampfset, Super-Elite-Herausforderung, Spiegel-Match-Kampfset. Kämpfen Sie gegen Feinde mit verschiedenen Kräften, basierend auf Commander Shepards Kampffähig. Das könnte böse werden. Das könnte minimal böse werden. Ja, so ein bisschen. Mit der virtuellen Typen hier kann man auch nicht reden. Dann würde ich mal sagen, reden wir nochmal hier mit der VI. Können wir auch nicht. Was sind eigentlich noch VIs hier? Die VIs ersetzen die organischen Wesen. Oh mein Gott, es ist soweit. Maschinen greifen uns. Moment, vergisst, was ich gerade gesagt habe. Gut. Ja. Ja, wir waren schon beim Kampf. Wir wollen jetzt mal ein bisschen auf das Citadel rumgimpen. Rumdorpen. Und ja. Letzte Woche erstmal mit dem DLC haben wir erstmal alles so ein bisschen was gemacht. Wir gehen erstmal ins Präsidium Unterhaus. Und gucken, ob neue Spectre-Ausrüstung vorhanden ist. Ach nee, das war ja gar nicht hier. Das war ja woanders. Moment, ist es. Na, ich dachte, es ist ein bisschen aufgeräumt. Wir können hier nichts abgeben. Wir gucken mal in jedem Shop nochmal einmal rein. Ich glaube, die Folge wird mal ein bisschen länger als die sonstigen. Schreddermord, Reserve-Thermomagazin. Wir kaufen uns jetzt mal die ganzen hier, diese. Gucken wir mal, holen wir uns mal die Servus-Sturmpanzerung. Yeah! Allzeit bereit, Erfolg freigeschaltet. Pistolenmagazin-Upgrade. Schrotflinte. Komm, wir holen uns jetzt mal ein paar Upgrades. Wir geben jetzt mal ein bisschen großzügig unser Geld aus. Ja, da war eben gerade Aufploppung da. Das Zielfernrohr hier, Core wird gekauft. Blood Dragon Panzerung wird gekauft. MP brauchen wir nicht, weil wir benutzen eh keine MP. Allzeit bereit, da sieht man es nochmal. Und die Cerberus Sturmpanzerung. Und die Blood Dragon Sturmpanzerung. Die gucken wir uns auch nochmal an später. Wir gehen diesmal komplett andersrum. Wir fangen jetzt mal von oben an und gehen dann nach unten. Ansonsten sind wir ja mal da vorne links abgebogen. Hier ist nichts mehr. Kein Crewmitglied, nichts mehr von Miranda. Vielleicht treffen wir hier nochmal Joker wieder. Glaube ich aber auch nicht so wirklich. Oder Edie. Wir lassen uns mal überraschen. So, hier ist nichts. Da können wir dann später nochmal runtergehen. Einschusslöcher. Tali ist auch nicht mehr da. Das Gelege hat sich stabilisiert. Wunderbar. Hier ist auch niemand. Shepard. Ja, finde ich auch gut. So, Pistolenzielfernrohr. Komm, das gönnen wir uns jetzt mal. MP brauchen wir nicht. Pistolen, Schrotflinte brauchen wir auch nicht. Wir gönnen uns jetzt einfach mal reichlich was. Sturmgewehr. Ach komm, hier damit. Wir haben noch genug Geld. Präzision, Präzision. Ja, hier, komm. Komm her damit. Ich glaube, wir haben gerade schon fast unser gesamtes Geld ausgegeben. Können wir mit Liara reden? Hallo, Liara? Ignoriere uns nicht. Ignoriere uns nicht. Sie ignoriert uns. Oh. Waffen-Upgrade. Ja, jetzt, wenn jetzt das verschwindet, können wir nicht. Doch, egal. Wenn sie nicht mit uns reden will, dann will sie nicht mit uns reden. So. MP Ultra, MP Pistolen-Zielfernrohr. Wir haben noch 136.000 Pistole, Service Council Handschuhe. Ja, damit. Kollektorenpanzerung, Pistole, ja damit. Pistole, Kraftverstärker, ja damit. Immerhin müssen wir unser Team ja für das letzte Gefecht ziemlich auffrischen und jetzt haben wir ja nur eine endliche. Wir haben jetzt nur endliche Credits-Option. Wir müssen halt nur sehr viele Arenen kämpfen. Was ich natürlich auch machen werde. Aber ich glaube nicht, dass ich das aufnehmen werde. Nee, das wird zu viel und es wird zu langweilig. Vor allem, weil ich nicht wüsste, was ich da die ganze Zeit reden sollte. Das wäre dann halt Dauerkämpfen. Wie läuft es mit der Übersetzung? So, einen Shop haben wir natürlich noch. Das ist der Spectre-Shop. Wir können unsere Waffen ja noch nicht auf 10 aufrüsten, also geben wir unser Geld einfach für Upgrades aus. So, hier gibt es auch nichts mehr. Es gibt ja noch... Stimmt, es gibt ja natürlich anderen Shops. Es ist ja nicht nur im Unterhaus, sind ja nicht nur Shops. Ach, egal. Haben wir jetzt halt 135.000 Credits für Rüstung ausgegeben, die wir eh nie benutzen werden. Gucken wir mal ins Huerta Krankenhaus. Die Zeit werden wir jetzt noch haben fürs Huerta Krankenhaus. Ankunft beim so. Huerta Krankenhaus. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viele. Ja. So, was habt ihr denn jetzt zu reden? Die Gefangenen waren indoktriniert. Glauben Sie? Und sobald der Alarm ausgelöst war, Neairas Augen waren schwarz. Die ganze Zeit, nicht bloß für eine Sekunde. Ich spürte ihren Geist, obwohl ich gar nicht bei ihr stand.
Die Menschen standen im Weg und griffen uns an. Ich setzte meine Biotik ein, hab sie herumgeschleudert wie... Es war schrecklich, als Myra die Pharma zerrissen hatte, aber bei der Göttin... Jetzt riss ich sie in zwei. Und es war ein gutes Gefühl. Für einen Adrenalinschub während der Schlacht muss sich niemand schämen. Ich habe vielleicht mehr getötet als Myra und die Husks. Sie wollte sie lebend, um sie umzudrehen, und ich... Und sie haben überlebt. Oha, das ist die richtige Amokläuferin da, ja? Also nee. Jacob steht hier noch. Ist noch etwas? Nichts Neues. Schön, dass wir reden konnten. Blablabla, Mr. Sie Jacob. Auch? Gut. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand sein wird, aber wir gucken trotzdem nochmal in die hinteren Gebäude oder hinteren Räume rein. Einfach, weil ich halt diese Spielmechanik so nutze, dass ich immer, wenn ich irgendwas abgeschlossen habe, dann gucke ich mich halt nochmal um, ob irgendwas Neues passiert ist, gerade weil ich das Spiel hier zum ersten Mal spiele. Mass Effect 3. Bei Mass Effect 2 war es ja auch schon immer so ein bisschen auf der Normandie, aber nur... Na gut, bei Mass Effect 1 war es sogar so, dass dann ab und zu mal einfach Missionen hinzugekommen sind, die man dann später nicht nochmal annehmen konnte, weil sobald man die nächste Mission gemacht hat, der Missionsgeber wie weg war oder man immer eine Mission sozusagen zwischendurch haben musste, um die Mission einen Schritt weiterzubringen. Siehe Werner, Conrad. Oder an die Mission mit den... Wo man, wenn man Erde genommen hat und nicht außen, beziehungsweise wenn man genommen hat, dass die Eltern Raumfahrer waren, dann hatte man irgendwie mal zwischendurch ein Gespräch mit seiner Mutter gehabt, zum Beispiel. Aber da wir ja zum Beispiel vom Waisenhaus kommen, also am Anfang gewählt haben, dass wir Waise sind, ist das nicht passiert, da hat man eine andere Mission. Sowas in der Art. Und das gibt's hier anscheinend dann nicht. Das gibt's hier vielleicht dann auch so in der Art. Aber das gucken wir dann im nächsten Part wieder weiter. Das war's bei mir, euer Punkt. Danke fürs Einschalten. Tschüssi.